Du bist ein Angsthase, wenn du nach einem Genickbruch ins Krankenhaus gehst. Das würde zumindest dieser Torwart sagen. Gehen wir zurück ins Jahr 1945. Der ehemalige deutsche Soldat Bernd Trautmann war in England noch Kriegsgefangener. Mit Insassen hat er oft Fußball gespielt und schnell sein Talent als Torwart entdeckt. Nach seiner Gefangenschaft hat er mit Fußball weitergemacht und wurde eines Tages von Manchester City unter Vertrag genommen. Aufgrund seiner Vergangenheit kam der Wechsel nicht gut bei den Fans an. Doch schnell gewann er mit seinen Leistungen die Herzen der Fans. 1956 hat er sich wortwörtlich unsterblich gemacht, als er sich im FA Cup-Finale das Genick brach und trotzdem entschied, weiterzuspielen. Am Ende konnten sie sogar gewinnen und heute würde er wahrscheinlich sagen...